Wenn das, ich erkläre es euch mal so, wenn das Auto bereits in der Garage geparkt ist, also richtig tief drin geparkt, so tief wie das Auto eben reingeht, und dann das... Hallo Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Was ein spektakulärer Start. Das ist gut. Heute geht es einmal um Verhütungsmethoden und Verhütungsmittel. Kennt ihr diesen Spruch hier? Aus Spaß ist ernst geworden und ernst ist jetzt 3 Jahre alt. Und genau darum geht es nämlich heute. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr richtig verhütet, dann werdet ihr das in diesem Video nicht erfahren. Tut mir leid. Es geht nämlich jetzt um die 9 dümmsten und verrücktesten und skurrilsten Verhütungsmethoden, die es, glaube ich, auf diesem gesamten Planeten irgendwo zu finden gibt. Ich muss vorneweg mal dazu sagen, meine Recherche, diese Recherche hier war wirklich nicht einfach. Als ich in Google eingegeben habe, verrückte, skurrile, kranke Verhütungsmethoden, da wurde immer nur angezeigt, so verhüten sie richtig, hör die Pille, bla bla bla. Egal, was ich gemacht habe, immer nur, so verhüten sie richtig. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, Google will, dass man richtig verhütet. Und warum will Google das? Weil Google eine Maschine ist und Maschinen haben Interesse daran, dass es weniger Menschen gibt. Das ist meine Theorie und ich glaube ganz ehrlich, Google, ey, ich hab dich voll durchschaut. Und das ist doch krank, es ist doch voll krank. Aber Leute, ich plaudere hier wieder viel zu lange rum. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit diesem Video. Also viel Spaß jetzt und Achtung, nicht erschrecken, das sind die 9 dümmsten, verrücktesten und kränksten Verhütungsmethoden. Los geht es! Platz Nummer 9 halte ich hier in dieser Hand. Ihr denkt euch jetzt gerade nur, das wäre eine einfache Socke. Das stimmt auch, es ist nur eine einfache Socke. Laut einer Studie spielen über 10% aller deutschen Männer mindestens einmal in ihrem Leben mit dem Gedanken, eine Socke anstelle eines Kondoms als Verhütungsmittel zu benutzen. Einen Socken. Ich meine, da passt einiges rein, keine Frage. Die sind ja auch ganz schön dehnbar, die Teile. Guckt euch das mal an. Ich meine, hey, holy shit. Hui, okay. Verrückte Sache, wir machen weiter mit Platz Nummer 8. Das Verhütungsmittel ist nämlich das hier. Wie ihr sehen könnt, das ist, ich weiß nicht, wer sich so im Kräutergarten auskennt, das ist Petersilie. In einem solchen Kräuterforum wurde mir gesagt oder wurde Auskunft darüber gegeben, dass Petersilie nicht nur in der Schwangerschaft gefährlich sei, was übrigens in der Tat sein kann. Petersilie bzw. Wirkstoffe in Petersilie können Wehen auslösen und das ist natürlich nicht gut, wenn das frühzeitig passiert. Aber angeblich soll man während des Sexes Petersilie essen. Das würde dann direkt verhindern, dass man überhaupt schwanger wird. Was natürlich, wer halbwegs nachdenken kann oder auch nicht, totaler Bullshit ist. Wer von euch meldet aber mal ausprobieren will, wie das so funktioniert, ey, probiert es aus und werdet schwanger. Viel Spaß dabei. Und wir machen weiter mit dem nächsten Platz. Der könnte sich nämlich hier abspielen. Das hier ist, wie ihr sehen könnt, ein einfaches Schwimmbad. Tatsächlich gibt es diesen Sexmythos, der besagt, dass man im Wasser nicht schwanger werden kann. Gerade in chlorgehaltigen Wässern wie zum Beispiel Schwimmbädern oder Pools. Ich frage mich nur, wer im Schwimmbad Sex hat. In so öffentlichen Schwimmbädern. Ich meine, wer macht das schon? Ich hab's echt noch nicht gemacht. Auf jeden Fall ist das Ganze, das kann ich euch gerade aufklären, Quatsch. Wenn das, ich erkläre es euch mal so, wenn das Auto bereits in der Garage geparkt ist, also richtig tief drin geparkt, so tief wie das Auto eben reingeht, und dann das Öl ausläuft, es gibt immer wieder Ölschäden, wenn das Öl ausläuft, dann ist es passiert, das Öl ist in der Garage. Da hilft auch kein Wasser oder sonst irgendwas. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der nicht schwanger werden will, probiert es nicht im Wasser aus, denn dort ist es genauso gefährlich wie auch an Land. Ahoi Matrosen. Der nächste Mythos ist genauso verrückt. Den habe ich nämlich in irgendeinem komischen Fetischforum erfahren. Angeblich würde man, wenn man Sex Richtung Osten hat, und zwar wenn das Glied in Richtung Osten zeigt, angeblich würde man da nicht schwanger werden. Ja, sicherlich. Ich glaube, da muss man gar nicht groß drüber nachdenken, das ist definitiv nur ein komischer Mythos. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt, Richtung Osten zu... Also ich meine, dass man... Ich verstehe es nicht. Platz Nummer 5 ist auch ein ganz schön verrückter Platz. Angeblich kann man in der Schwerelosigkeit nicht schwanger werden, weil das Sperma dann keine richtige... Ich weiß auch nicht, die Begründung fand ich total komisch. Aber ich meine, selbst angenommen, ja? Angenommen, man würde in der Schwerelosigkeit wirklich nicht schwanger werden können, was natürlich Bullshit ist. Aber angenommen, es würde wirklich so sein, was bringt das dann bitte? Och, ja, Schatz, jetzt haben wir heute kein Kondom, ne? Dann lass doch einfach mal ins Weltall fliegen und dort Sex haben. Wir machen weiter mit Platz Nummer 4. Das ist jetzt eine Verhütungsmethode aus dem alten Rom. Die ist also schon richtig alt. Im alten Rom war es so, dass Römerinnen, die nicht schwanger werden wollten, sich so Zitronenhälften, also so Zitronenstückchen, über ihren Muttermund gestülpt haben, um so nicht schwanger zu werden. Angeblich soll die Zitronensäure die Schwämmer verlangsamen und dadurch das Eindringen in tiefere Bereiche verhindern. Das ist zwar nicht ganz falsch, solche Säure ist tatsächlich Schwämmer verlangsamend. Im Endeffekt ist aber diese eine Zitronenscheibe über dem Muttermund nicht wirklich hilfreich. Und irgendwie finde ich das auch komisch. Stell euch mal vor, ihr habt einen Freund, und Freunde und denkt so, hey cool, ich habe Zitronenscheiben mitgebracht, hast du Bock? Oh geil, ja natürlich, Zitronenscheiben, gibt es auch im Kiosk um die Ecke, ne? Und im Edeka, ja. Auf jeden Fall auch sehr lustig und wir kommen zum dritten Platz. Den habe ich jetzt ebenfalls aus einem richtig komischen Forum. Angeblich würde es irgendwas bringen, wenn der Mann während der Ejakulation die Luft anhält. Die Begründung war noch geiler. Durch das Luftanhalten würde den Spermien der Sauerstoff genommen werden und sie würden absterben. Ja, sicherlich. Dass sowas definitiv nicht funktioniert, das musste ich nicht mal nachgucken. Das sagt mir schon mein Kopf. Wer aber jetzt meinte, ey Jonas, du hast doch keine Ahnung, der soll es bitte ausprobieren und mir dann sagen, wie schwanger er ist.
Bitteschön. Wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter mit Platz Nummer 2. Ich wende es mal ganz kurz ein. Das ist das hier. Und ja, fuck, ja, es ist nur eine Bananenschale. Tatsächlich, das stand zwar auf einem ganz tiefen Platz auf dieser Liste von Verhütungsmitteln auf aller Welt. Und hier gibt es wirklich diese Liste, was ich richtig komisch fand. Tatsächlich stand die richtig weit unten, nur irgendwie 0,00 blablabla Prozent. Aber angeblich gibt es Menschen, die Bananen anstelle von Kondomen als Verhütungsmittel benutzen. Warum? Ist es nicht mega umständlich, dieses Ding über die eigene Banane drüber zu stülpen? Und funktioniert es dann überhaupt? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich es heute Abend mal, ich weiß ja nicht, wenn ich nichts zu tun habe, keine Ahnung. Nein, Spaß, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht hat es ja jemand von euch. Du? Ja? Oh, ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie das so funktioniert. Und wir machen weiter mit dem fucking ersten Platz, der richtig schlimm ist. Der erste Platz geht nämlich an dieses Tier hier als angebliches Verhütungsmittel. Und ja, es ist eine Ameise. Es gibt wohl einen Ureinwohnerstamm in Südamerika, die den Brauch oder das Verhütungsmittel entwickelt haben, nach dem Sex, also nachdem der Mann in der Frau ejakuliert ist, eine ganz spezielle Ameisenart in die Frau reinzubringen. Diese Ameisen werden dann eben in die Frau reingearbeitet. Angeblich soll das Gift dieser Ameisen das Sperma oder die Spermien abtöten. Ich stelle mir das nicht nur sehr schmerzhaft vor, sondern auch richtig umständlich. Stellt euch vor, ihr müsstet, wenn ihr jetzt später mal irgendwann, ne, mal mit einem Typen und dann jedes Mal am Ende euch so eine Kiste voll Ameisen unten reinpacken, damit ihr nicht schwanger werdet. Da danken wir doch einmal der Technik von heute, dass sie so weit vorangeschritten ist und es sowas wie Kondome, sowas wie Pille und all das gibt. Wenn ihr euch ernsthaft zu dem Thema informieren wollt, das soll jetzt hier kein aufklärerisches Video sein, ihr habt das schon selbst gemerkt, dann tut das irgendwo anders auf YouTube, denn dieses Video war wirklich nicht sehr lehrreich, was dieses Thema angeht. Trotzdem, ihr wisst jetzt Bescheid, wie es auf jeden Fall nicht geht. Also jetzt viel Spaß noch beim Verhüten, what the fuck. Ich sage ciao und wenn euch das Video gefallen hat, achso, das habe ich jetzt ganz vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, was ihr schon so ausprobiert habt. Keine Ahnung, was man da noch fragen könnte. Also bis dann und ciao, Leute. Ciao, bis dann. Oh,